So, hallo und willkommen zurück bei Nevermind. Wir haben das erste Kapitel. Ich gehe mal hier rein. Warte mal, das hier. Das Intro haben wir geschafft. Wir sind da durch und haben unsere Hänsel- und Gretel-Geschichte also ja überstanden. War natürlich sehr, ja, ich muss mal sagen, das ging durch Mark und Bein, muss man sagen. Und ich bin mal gespannt, was unser nächster Patient sagt. Wir gehen mal auf den nächsten Patienten, Nummer 251. So. Berichtet von Gefühlen einer Skopophobie. Skopophobie? Also keine Ahnung, was das ist. Vielleicht kriegen wir das noch raus. Die seit dem Tod ihrer Mutter stärker geworden sind. Hat keine bewusste Erinnerung an traumatische Ereignisse in der Vergangenheit. Okay. Alles klar. Gut. Dann wollen wir das mal aktivieren. Ich bin mal gespannt. So. Ich bin mal gespannt, wo wir da wieder hinkommen, was da passiert. Also Tür auf und rein in unseren Transformatorraum, kann man so sagen. So, wir werden mal kurz gescannt und auf geht's. Rein in das Gehirn. Oder rein in dieses Trauma. Dass wir das einmal in Ordnung bringen. I guess I don't know where to start. Anywhere? Okay. Well, I've been a real estate agent for the past 20 years. I graduated from a small college, just about half an hour from here, actually. I've never been married. I have no siblings. I've always loved cats. I hate churches. I guess I've always been a little bit of a loner. I really hate how people look at me. Especially lately. I've honestly felt pretty, I don't know, normal. Until about a couple of years ago, after my mother's death. That was when things started to come apart. Do you ever feel like people are just staring at you? Like when you walk into a room and everyone knows something they're not telling you? I don't know, I just feel awful when I'm around people, guilty, angry at... I had a pretty happy childhood. My dad passed away when I was just a kid. My mother told me that he died in a car accident. I don't remember that day, though. Maybe I was too young. My dad and I always played jigsaw puzzles together. He was a businessman. I remember him always talking about the family finances. My mom and I were never all that close, but I do miss her. she loved her wine. Lord, I don't know why this is happening to me. I was the perfect little girl. Okay, also wir haben jetzt Ihre Geschichte gehört. Sie stand ihrer Mutter nicht so recht nahe, aber dem Vater. Der ist aber früh gestorben. Und so wie es aussieht beim Autounfall. So. Und jetzt lassen wir mal einen Psychologen raushängen. Wie sieht es hier aus? Das sieht aus wie ihr, ja, sagen wir mal, Elternhaus. Oder ihr Zuhause, das so ein bisschen, ja, durcheinander ist, würde ich mal sagen. So, was haben wir hier? Oh, da haben wir ein erstes Foto. Ich beim Spielen mit Puppengeschirr. Es war an dem Tag so heiß. Ich erinnere mich noch, wie durstig ich war. Okay. Da war doch gladig. Da hinten ging die Tür auf. Okay, aber wir schauen uns mal trotzdem nochmal um. Aufnehmen. Ein Teddybär. Gut. Können wir es auch betrachten? Wir schauen uns das mal an. Vielleicht finden wir ja irgendwo einen Hinweis. Wer weiß. Wer weiß. Da hinten ging auf jeden Fall eine Tür auf. Also hier ist noch, hier ist alles zu. So wie es aussieht. Okay, sehr wüst. Also sehr wüst. Da haben wir auch nicht was vor uns, glaube ich.
Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, da hinten ist die Tür auf. Da gehen wir mal rein. Da bewegen wir uns mal hin. So, die Tür ist auf. Willkommen. Was ist da im Postkasten? Ein Brief. Okay, gut. Wir gehen mal rein. Und die Tür ist wieder zu. So. Did you pay them? I did my best. How late are they? I have it under control. Why can't you pay the bills? I'm trying. It's your fault. You pay them then. Okay, die streiten sich gerade um Brief, um Rechnung. Gehen wir mal hier rein. Das Wohnzimmer, so wie es aussieht. Das Wohnzimmer. Können wir irgendwas anklicken hier? Nee, können wir nicht. Wir sind auch sehr klein, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Na gut, wir sind ja in dem Körper, wenn du so willst, von dem Mädchen, denke ich mal. Der Fernseher. Und wir spiegeln uns nicht drinne. Also sehr beängstigend schon mal. So, was haben wir da noch? Da haben wir ein Bild. Okay. Ein Kamin. Wir können hier, so wie es aussieht, nichts machen. Oder? Nö, ein Schachspiel. Eine Büste. Gehen wir mal wieder raus. So. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? I'm in the shower right now. Oh, Mutti duscht. Klopfen wir nochmal. I'm in the shower. Go ask your father. Okay, wir sollen mit Vati schnacken. Glückliche Familie. Gehen wir mal hier rein. Die Küche. Sehr schön. So, gibt es hier was zu entdecken? Gibt nichts zu sehen. Oder? Die Flasche Wein von der Mutti. Das hat sie ja gesagt, dass sie gerne Wein trinkt. Gerne und vor allen Dingen viel, wie es wahrscheinlich. Der Kühlschrank. Können wir auch nicht ran. Das Radio, können wir da dran rumdrücken? Können wir auch nicht. Gehen wir wieder raus. Öffnen wir diese Tür. Oh. Das war so ein Moment, wo das eiskalten Rücken runterläuft. Okay. Gehen wir mal die Treppe rauf. Das missfällt mir schon mal. Aber wir sind eisern und gehen hier rauf. So. Turn the lights off and go to sleep, honey. Schlafzimmer. Schlafzimmer der Eltern. Wir sollen das Licht ausmachen und schlafen gehen. Was ist denn das hier? So wie es aussieht, sind das alles Rechnungen oder was? Okay. Ein Hochzeitsfoto. Okay, die führen uns hierher. Was haben wir hier? Um die Dunkelheit zu sehen, musst du das Licht ausmachen. Oh, ich will das aber gar nicht. Okay, ich mach's. Ach du Schande, was ist denn hier? Riesige Blutlache. Oh mein Gott. Die können wir aufnehmen. Die muss ja irgendwo hin. Ach, da vorne. Da hinten zu der Kanne. Die stellen wir da mal rauf. Stellen wir da mal rauf. Alter, wie unheimlich. Das machen wir mit der genauso. So. Wir räumen hier erstmal ein bisschen auf. Da ist auch ein Safe, sehe ich gerade.
ein Code. Schauer. Kargan. Frucht. Gut, also uns fehlt natürlich aber jetzt irgendwie der Code dafür. Den können wir da wohl sicherlich tausend Sachen durchprobieren. Wir bringen da mal die Tasse weg. Dann haben wir das hier auch, Chico. Oh, was war das? Ach, da ist ein Bild. Da ist ein Bild. Mutters Lieblingsgetränk war Traubensaft für Erwachsene. Es roch widerlich. Gut, sie hat sich den Wein reingekippt, um die Sorgen zu vergessen. Gehe ich mal von aus. Was ist denn das? Da war da vorher nur ein Bild, oder nicht? Kühe. War das vorher auch? Gunperment. Sales. Das ist doch ein Waffenschein, oder nicht? Wieso hat der denn... Okay. Und das Hochzeitsfoto, was ein bisschen an Farbe verloren hat, würde ich sagen. Warte mal. Drei. Da ist auch eine... Da ist eine Schublade auf. Wieso ist die Schublade auf? Oh, Mensch, das ist ja echt... Was eine bedrückende Stimmung jetzt hier gerade. Da können wir nichts machen, nein. Pass mal auf, wir gehen mal hier ran und versuchen mal diesen Code zu knacken. Love, Money. Pass mal auf. Die drei. Da war vorher nur ein Bild, da bin ich mir sicher. Pass mal auf, machen wir es mal so. Wir probieren es mal aus. Ich will es mal wissen. Die Milch ist für die Kuh. So. Gun ist für einen Waffenschein und... Oh, gut, das war jetzt... Das war Zufall. Sorgen. Das Bild heißt Sorgen. Gut, sie hat geweint. So, dann machen wir mal auf. Ein Foto. Vater und seine Briefe. Er wollte nie mehr weiterspielen, nachdem der Postbote neue gebracht hatte. Okay. Mein Lieber. So. Okay. Ja. Die Tür ist auf. Und was ist das? Die Kuh ist auch verletzt. Da läuft auf jeden Fall Blut runter. Also ich weiß nicht so recht. Schnell raus hier. Raus. Oh, was ist denn hier los? Oh, was ist das denn jetzt hier? Dass nichts von Gleichgewicht sind. Hat man das Gefühl, da fällt man gleich um. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, raus durch die Tür. Oh Gott, hier hat sich auch alles verändert. Ja, da liegt ein Bild. Mutter hat Vater immer nachgewunken, wenn er zur Arbeit gefahren ist. Okay, also standen sie sich sehr nahe, logischerweise. Bath in Booth. Ask your father. Not right now, okay? I'm busy. Sie weint. Sie weint. Okay. Und jetzt? Oh! Okay, was ist jetzt denn hier los? Die Milch. Die Milch. Die scheint nicht mehr gut zu sein. Kann ich die nochmal...
Pfui, Deibel, was ist hier denn? Da ist was im Ofen drinne. Untersuchen. Da ist doch noch ein... Da ist noch ein Bild. Mutter hat gesagt, dass er bei einem Autounfall gestorben ist. Sie war so traurig. Sie hasste alle Fragen dazu. Sie hasste alle Fragen dazu. Okay. Sehr spooky. Die Flasche Wein ist leer. Da ist auch noch, die ist auch leer. Was haben wir? Interagieren. Was können wir denn machen? Whistlebone. Da sind doch Buchstaben. Pass mal auf. Wir können die Buchstaben bewegen. Aha. Da. Das ist ein. Das müsste ein T sein. Zack. Das ist ein H. Nee. Das ist ein I. Dann haben wir da ein N. Was? Wie? Warte mal, wo haben wir das schon mal gesehen? Was? I? Ich muss nochmal rausgehen. Da steht's. Bath E. Woos. Okay. So, wenn wir das hier mal genauso machen. Woo. Das S passt da rein. Und das E passt da rein. Oh, was ist denn hier los? Also ich will da gar nicht rein. Ich will da eigentlich gar nicht rein. Aber ich muss ja. Ich muss ja. Hier ist überall Blut. Und tonnenweise Milch. Get your own damned milk! Hol dir die verdammte Milch. Wir können das wegdrücken. Was ist denn das? Ich muss da vorbei. Oh, ja. Was haben wir hier? Da ist doch ein Weg. Die Milch zeigt uns einen Weg, höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich nicht ganz sicher. Was? Das bewegt sich auch noch. Oh. Ach du Schande. Was ist denn da? Ich kann das alles drücken. Wir sollen hier längs. Das machen wir auch. Oh, das ist ja widerlich. Hier müssen wir längs. Ups. Gehen wir da mal lang. Wir müssen da, glaube ich. Da ist noch wieder alles voll Milch und irgendwas Undefinierbares. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das eklig. Widerlich. Pfui, Deibel. Wo sollen wir denn längs? Da ist wieder. Da sind Striche. Da ist wieder was. So, wir gehen mal hier langs. Aber ich muss ja sagen, geräumiger Kühlschrank, nicht? Da kannst du sagen, was du willst. Oh. Da ist was. Wieder viel Blut und ein Bild. Aufnehmen steht da. Vater und Mutter waren nie daheim. Ich war ziemlich einsam. Oh. Die Milch ist weg. Da passiert doch gleich irgendwas. Irgendwas passiert hier doch gleich. Boah. Wo sollen wir überhaupt hin? Da hinten ist eine Tür. Da ist eine Tür. Da müssen wir raus.
bitte lass uns raus. Oh, lass uns raus. Pfui, Deibel. Eiskalte Gänsehaut, muss ich sagen. Jetzt gehen wir hier raus. Das Radio spielt? Der Stecker ist raus. Oh, halt die Tür auf. Wir gehen raus hier. Pfui. Klopfen. Das waren wir schon. Da vorne müssen wir auch noch mal rein. Das haben wir schon gehört, genau. Da, die Kuh bewegt sich. Was ist hier denn passiert? Was? Oh, das war ein eiskalter Erschrecker. Oh, mein lieber Mann. Ach du Scheiße. Was haben wir hier? Der Fernseher. The Ring. Gleich springt da irgendwas raus. Ich sehe das schon kommen. Ach du Schande. Was ist das denn für ein Geräusch? Da, was ist das? Einsammeln. Das war ein Puzzleteil. Da liegt noch eins. Sammeln wir auch mal ein. Der Kamin ist kaputt. Und die Kuh schaut uns an. Und die knurrt auch noch. Ich geh mal lieber nicht zu dicht dran. So. Furchtbar. Was knirscht denn hier so komisch? Das sind die Köpfe. Die drehen uns ja den Rücken zu, wenn du so bist. Boah. Und das große Ding ist genauso widerlich. Wir gehen aber schnell dran vorbei. So. Da ist nämlich noch ein Puzzleteil. Boah. Da ist noch ein Puzzleteil. Zack. Und was haben wir hier? Ach, da haben wir das Puzzlespiel. Uns fehlen immer noch ein paar Teile, glaube ich. Da vorne ist immer auf jeden Fall eins und da hinten auch. Das nehmen wir mit. Okay, das ist das Bild. Puzzeln, sie will puzzeln und Fatih hat gerade den Brief gekriegt und hat keine Lust. Gehen wir mal hier mal links. Da ist noch ein Teil. Haben wir jetzt alle? Ne, da hinten ist noch eins. Da ist noch ein Teil. Das holen wir uns auch nochmal. Und die Kuh, die knurrt uns an. Ja, ist ja gut. Du bist doch kein Hund. Oh. Da. Habt ihr es gesehen? So, das Puzzle. Haben wir jetzt, jetzt wollen wir mal ein bisschen puzzeln. Wie war's? Wie geht's? Das soll dahin. Ah, das war ziemlich simpel. So, das nächste Teil ist da. Das passt nicht. Passt das dahin? Ja, es passt. Das hier kommt da bestimmt dahin. Die Ecke kommt da oben hin. So. Das kommt dahin. Nein, dahin. Das Teil kommt da oben hin. Und das kommt dahin. Was ist das für ein Bild? Oh, das ist ja wieder. Das ist nichts für mich irgendwie. Ich beim Versuchen, Milch einzugießen. Ich habe so viel verschüttet. Sie hat die Milch verschüttet. Okay. Deswegen guckt die Kuh so böse, weil wir die Milch verschüttet haben, oder was? Gehen wir mal raus. Oh.
sich schon wieder was verändert? Wir gehen einfach mal raus. Oh, voll. Da ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Siehst du, was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bilder haben wir. 7 Bilder haben wir schon zusammen. Und da. Die Garage ist offen. Dann gehen wir mal zu der Garage rüber. Meine Güte, das ist Gänsehaut pur im Moment. So, und da gehen wir auch rein, auf jeden Fall. Und das machen wir, ihr habt es schon geahnt, nicht? Wir gehen da in der nächsten Folge rein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Nevermind wieder. Bis dahin, ciao, ciao.